Ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo von Trainsimple 4 zusammen mit mir. Ich bin der Danny Spitters. Kurze Info, und zwar die Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim ist angekündigt, und zwar das genaue Release-Termin ist, und zwar ist das der 27. Februar 2024 zusammen mit der BR 111. Wird es diese Strecke, wie gesagt, am 27. Februar 2024 geben. Dann wird sie veröffentlicht. Für alle Steam-Player, also für alle PC-Player, wird es einen Pre-Order-Discount geben, und zwar von 10%, und zwar das Ganze ab dem 20. Februar 2024. Das sprich nächste Woche, kommende Woche Dienstag, ist das Ganze für 10% weniger als der reguläre Preis vorzubestellen. Zusammen mit der Strecke wird es, wie gesagt, die Baureihe 111 geben in der Verkehrsroutenlackierung, auf die wir ja schon so lange gewartet haben. Zusammen mit den Dostos, die ja schon allseits bekannt sind. Dies ist die Strecke. Diese wird quer durch Bayern führen, bis dann nachher hier wir in Österreich reinfahren, bis nach Salzburg. Das sind hier die Halte, Rosenheim und so weiter, Bergen und, werden dann hier durch sämtliche Vororte von Salzburg fahren bis zum Salzburger Hauptbahnhof. Das Ganze wird, also S-Bahn der Vorarlberg wird auch dort fahren können, also zu fahren sein. Ihr seht es hier, Freilassing und dann diese beiden Triebfahrzüge hier, die werden auch dort zu fahren sein. Gebaut wurden wurde die BR 111 in den Jahren 1974 und 19, zwischen den Jahren 1974 und 1984. Ihr seht hier nochmal die Strecke an sich. Das ist also einmal Österreich und Deutschland. Zug wird, wie gesagt, die BR 111 sein. Die Strecke hat eine Länge von 89 Kilometern und 13 Stationen. Vorbei wird die Strecke auch am Freilassing, ihr habt es ja oben gesehen, und Salzburg, wie gesagt. Es wird die BR 628 inklusive sein, aber die hat man ja sowieso schon. Ihr seht hier nochmal den regulären Preis, 35,99 €. Das ist der reguläre Preis, der gültig ab dem 27. Februar 2024 ist. Wie gesagt, ab dem 20. Februar 2024 wird es für alle Steam-Player einen Discount von 10% geben. Und das war's eigentlich so im Wesentlichen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Mich würde interessieren, werdet ihr euch die Strecke kaufen, dieses DLC? Freut ihr euch auf diese neue Strecke? Freut ihr euch auf die neue Lokomotive BR 111? Wenn ja, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, 27. Februar 2024, Release-Termin 20. Februar 2024, sprich nächste Woche Dienstag, kommende Woche Dienstag, wird es für alle Steam-Player ein Pre-Order-Discount von 10% geben. Also das nur mal so als kleine Info, vielleicht versüßt euch das ja so ein bisschen das Wochenende, worauf ihr euch dann freuen könnt. Das war's von mir. Ich hoffe, es wird in der nächsten Zeit mal wieder ein Video von mir geben, spätestens am Wochenende. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Spiel. Ich habe mir auch einen neuen Monitor gekauft und sowas alles, aber dazu später mehr. Wie gesagt, schreibt es euch auf, schreibt euch den Termin auf. 27. Februar 2024, Release-Termin, 18 Uhr. Also ab 18 Uhr wird es am 20. Februar 2024 den 10%-Discount geben für alle Pre-Order-Fans. Und 27. Februar 2024 wird dieses ganze DLC veröffentlicht. So viel dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstagabend, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spitters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.